kauf dir doch sonst noch irgendwie ein Nistelzeug. Oh. Ein Nistelzeug. Was ist das? Da hat's Eisen, Valentin, da vorne. Ja, du fährst was doch runter, bevor du am Eisen bist. Oder sagt ihr auch Nistelzweig? Man kann sich auch mal versprechen. Das war da ja darum lustig. Oh, da hat's ja nur Eisen. Ich hab eine Höhle gefunden. Das ist aber nichts Neues. Das eine passiert große. Dir. Ja, wir wollen gerade Eisen abkloppen. Ja, da hat's aber ganz viel Erz. In Tonnenweise. Ach so. Ja, ich doch so, da kommen wir ran, Valentin. Was? 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 Es wäre noch sinnvoll, wenn ihr auch daherkommen würdet. Oh, jetzt geht's noch um sinnvoll. Okay. Wo kommen wir denn da hin? Ja, das geht ja nicht. Also, ne? Dort, wo ich vorher war. Mhm. Irgendwann sind wir noch so weit, dass es Niveau gibt oder sowas. Nee. Niveau. Was ist Niveau? Das gibt's doch nicht. Ja. Das ist also, Erfindung. Das Niveau hat's nie gegeben, Leute. Das hat Tinkerbell getötet. Ach, was hat jetzt das wieder mit mir zu tun? Ich würde das niemals tun. Ja, jemand muss ja schuld sein. Nein, außer meinen Frauenquatschkanal. Oh, dann ist es erlaubt. Ich brauche eine Werkbank. Ups. Wir müssen mal unbedingt einschmelzen. Ich habe nämlich... Merkt ihr, Leute, immer bin ich an allem schuld. Ja. Seht ihr? Das ist richtiges Mobbing hier. Wieso Mobbing? Doch. Du lachst mich immer aus. Nein, ich lach dich an, aber aus nicht, nein. Ja, das glaubt selig. So, ich hab da mal zwei Öfen hingepackt für uns. Oh, da ist ein Weihnachtszombie. Hallo. Frohe Weihnachten. Der hat keine rote Mütze, der hat braun. Ja, gelb, braun, ja, sowas. Ich weiß auch nicht. Aber es gibt auch welche mit roten. Mhm. Okay, ich sag jetzt nichts. Hallo, kleiner Mann. Nicht so hektisch hier, ne? Ach so, Schwuppi-TV hat eingeschaltet. Schwuppi-TV. Was ist denn das wieder, Tinky? Da kannst du Nistelzweige kaufen. Oh Gott! Das ist eine Dauerwerbesendung. So. Genau. Tinky, glaubst du überhaupt an die Wirkung des Mistelzweigs? Also bei uns hat es doch nie funktioniert, wir sind trotzdem zusammen. Ja, aber haben wir einen Mistelzweig? Nö. Kannst du ja einen basteln oder besser noch, du kannst dir einen vorstellen. Ja, wir müssen noch einen kaufen. Ah. Am besten einen künstlichen, den kannst du dann jedes Jahr wieder neu draufhängen. Genau. So denkt Tinky. Immer wieder verwerten, ne? Ja, also ganz ehrlich, ist doch sinnlos. Das ist doch sinnlos, das ist... Geld, was man immer wieder aus dem Fenster wirft. Ja, das schon. Aber man kann es, ne? Oh, ich versuche mal hier rüber zu bauen. Ja, Tinky, schau mal da unten, da geht's abwärts. Bin ich hinter dir? Gerade am Forschen. Du betreibst Höhlenforschung oder was? Natürlich. Ach so. Wow, das geht aber runter hier. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll, da mit dem Zombie da. Komm rüber. Zombie kommt. Zombie. Oh, da wurde ihm aber ein schönes Stück abgebissen, ne? Also, Zombie meine ich. Mhm. Tiki, kommst du auch zu holen? Da geht's nämlich weiter. Oh, noch mehr Eisen. Ich hab mich von unten nach oben gebuddelt. Ah. Southern! Oh! Na, also die. Na! Wo ist jetzt das Eisen? Ja. Ah, hier. Ja, Tinky, was haben wir eigentlich so vor, die Weihnachten? Du hast ja alles schon verplant, oder? Was heißt da ich? Ich werde von deiner Familie herumgehetzt. Nein, ja. Sowas würde die nie tun. Oh nein! Was? Also am 24. was tun wir dort? Zocken? Ah, genau! Dann gehen wir. Ja, aua! Das können wir jeden Tag. Autsch! Pfeil im Kopf, im Hinterkopf! Aua!
Oh, das ist ein Weihnachtsskelettmann mit großer Mütze. Und jetzt ist er tot. Also hey, ich bin mal weg. Tschüss. Also 24. sind wir bei meiner Familie am Futtern. Dann am 25. kommt, futtern wir bei uns zu Hause, beziehungsweise haben wir Besuch. Und am 26. gehen wir zu der Familie von Mechinas futtern. Also im Grunde genommen futtern wir, beziehungsweise fressen wir nur die ganze Zeit. Mehr machen wir nicht. Raclette. Ganz viel Raclette. Ja. Raclette. Oh, ich will dann lieber sterben davon. Nicht, dass es wieder ich hoffe, morgen gibt's Raclette, Tinky. Oh nein. Und übermorgen gibt's sicher Raclette. Wow! Also Raclette gibt's bei uns eigentlich nur an nicht an Weihnachten, sondern an Silvester. Ah, okay. No, oh, da habe ich vergessen, Tinky. Da gibt's ja auch Raclette. Oh nein. Ich will sterben. Nein, Raclette. Leute. Du bist ganz Raclette. Ehrlich, eine wahre Geschichte. Mephinas hatte dieses Jahr Geburtstag. Ja, ich habe auch mal Geburtstag. Kann man sich nicht vorstellen. Ja, stellt euch das vor. Ja. Und was hat er gemacht? Na, es hat Raclette gegeben. Ja, was sonst? Und wir waren ja nicht so viele Leute. Und was hat er für eine wunderbare Idee? Da unten hat es einen Zombie und da unten ist Lava. Und dann hat er gefunden, ja, wir machen Raclette, anstatt dass er ganz bescheiden nur vielleicht 2-3 Raclette-Blöcke genommen hätte. Nein, was hat er gemacht? Er hat sich 6 Blöcke gekauft. Ja, ich wollte sicher gehen, dass niemand verhungert. Oh, die Leute haben nicht so viel gefressen. Das hieß, es sind noch 3 Blöcke übrig geblieben und wir mussten dann wochenlang diese scheiß Käse fressen. Und das hat mir gereicht. Nächstes Mal kaufen wir einen Kunststoff. Wow! Ich bin tot! Kann jemand mein Zeug holen? Ich hab's auch gemerkt. Kann jemand. Ich hab's sogar noch gesagt. So, ich hab beide geholt. Das fängt ja schon gut an. Die kamen irgendwo. Vielleicht gibt es da einen Hexenspawn. Aber wieso gibt's Hexen hier? Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Hat jemand was zu fressen? Denn ich sterbe. Ich bin ja gestorben, also kann ich ja nichts. Okay, jetzt hätte ich gerne doch ein Raclette. Wieso hättest du jetzt gerne ein Raclette? Ja, wenn es Raclette im Grunde also genommen. Also, Tinky, wir hätten Raclette. Ein Schweizer Texturenpaket mit Raclette. Ja, aber Tinky, wir haben Raclette da. Oh nein. Also, ich kann das gerne nachher machen, nein, kein Problem. Nein, das ist jetzt so Minecraft-mäßig gesprochen. Jetzt sprichst du dich wieder raus. Ja, ja. Nein. Valentin hat's gehört und alle Abonnementen haben es auch gehört. Und das heißt, es gibt heute Raclette. Nein. So, ich bin Raclette macht fett. Fett und schön. Naja, du bist sowieso eine Mülltonne, also von dem her passt. Oh. Ist nicht so schlimm. Also nicht jetzt die Weihnachtszeit, die Zeit der Liebe. Nicht die körperliche Masse, sondern was er alles isst. Das ist unglaublich, was alles Valentin. Für Futter in ihm Platz hat. Das ist unglaublich. Kann ich einen Teil wieder haben? Was? Hab ich? Nee, ich hab nichts von dir. Nicht? Nee. Nein! Dann muss ich suchen gehen. Dann ist es hier da hinten. Nicht, dass alles weg ist. Das wäre ja traurig. Ich schwimme mal hier hoch nicht. Ich muss mal wieder eine Workstation machen. Oh, wo war das jetzt? Workstation. Wo war die Brücke? Nee, da nicht. Workbank. Oh, ein Creeper. Ja, ein Creeper hat mich in die Luft gesprengt. Das war's eben. Und jetzt ist alles weg. Bei ganz hier war gerade ein Creeper. Ein Creeper. So wie das. Ja, da ist auch ein Creeper. Oh. Aber der Creeper. Hier ist ein Ausgang zum. Kommt man aus dem Fluss irgendwo aus? Ich finde gerade nicht den Ort, wo ich draufgegangen bin, glaube ich. Ach, cool. Tinky, weißt du noch, wo ich war? Nein. Ich auch nicht. Ah, da. Da ist mein Zeug. Yeah. Gehen wir nicht mal runter in die Höhle? Puh. Ja, ich bin ja hier. Da wollte ich... Creeper! Ich bin weg. Tschüss. Na. Wo? Was? Da, Creeper! Ich muss mich mal zuerst einrüsten. Ja, mein Schwertchen ist... Du machst ja nicht bumm.
Das hab sogar ich noch gehört. Sind die geil! Ich hab's überlebt! Du hattest Glück, dass du nicht runtergefallen bist, ja? Ja, ich hab dich schon sehen fliegen! Guck, guck! Oh. Ich wäre runtergefallen, es hat hier noch eine. Du hattest Glück. Gehabt. Ich sag ja. Valentin, komm mal runter! Kann das sein, dass da unten Hexen sind? Das ist möglich! Hier ist ein Creeper. Also, ich hätte gerne ein. Oh, Waffe. Also, ich war's nicht. Habe ich ja nicht gesagt. Nee, ich war's. Also, wir sind wieder mal unter Beschuss. Ja, 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 auf jeden Fall. Oh, noch einer. Oh. Ich muss unbedingt noch, Dingens haben. Also. Ein bisschen Eisen für ein Schwert, sonst geht das nicht. Ich gehe mal kurz zurück. Irgendwo haben wir da das Lager, oder? Oder hast du die mitgenommen, die Öfen? Hallo? Öfen kannst du auch so machen. Ja, das schon, aber ich habe keine Bergbank. Da geht's wieder nach oben, Leute. Hier geht, bei mir kannst, kommst du direkt irgendwo hinter den Häusern raus. Okay. Nee, ich habe doch irgendwo eine Werkbank und das Zeug hingestellt. Wo ist denn das jetzt wieder? Wenn du mal aufräumen würdest, dann hättest du solche Probleme. Autsch. Naja, Werkbank haben wir jetzt auf jeden Fall. Was aufräumen? Das hat doch nichts mit Sinn zu tun. Ich habe das gar nicht stark gehabt und schon. Ich markiere das mal, ne? Okay. Jetzt Holz pflücken. So, ich will jetzt einfach ein Schwertchen gerade. Ein Schwertchen. Ein Tinky-Schwertchen. Hier ist die Basis. Ah, okay. Hab's auf jeden Fall überlegt. Dann haben wir jetzt zwei Basis haben wir jetzt. So. Basen. Nein! Tiki! Sie kann es einfach nicht lassen. Ja. Genau neben der Lava gestorben. Oh nee, dann ist ja alles Fuji. Na, wie toll. Tja, wir haben eine Action heute hier. Tiki, was magst du? Hä? Wieso gehst du Kreativmodus? Ne? Hä? Steht doch ich da. Ich hab nur die Pfeiltaste zum Becken zurückgemacht, probiert. Aha. Dann geh wieder raus. Na, wahrscheinlich, wo wir vorhin was getestet haben. Naja. Ja. Okay, ich hab euch. Ist es erlaubt, mich zu dir teleportieren? Nein. Ach so, Mist. Ich bin auch hingelaufen. Ja, ich weiß doch nicht, wo der Eingang ist. Vom Baumhaus geradeaus. Mhm. Da bist du schon in der Höhle. Bahnhof. Ja, ich muss auch. Ich muss ja auch. Da habe ich sogar mein Zeug wieder gefunden, also. So, Reserve. Und dann bräuchten wir noch ein Schwertchen. Da können wir wieder richtig hier umherrennen. Oh, nee, ein Stückchen brauchen wir da. Wenn du willst, kannst du mir folgen. Hier unten gibt es Gold. Das klingt gut. Ich mache nur gerade meine Sachen hier fertig. Moment. So, nochmal. Stückchen, Stückchen. Ich mache nur gerade alles aus Eisen. So, Eisen, Eisen, Eisen. Alles Eisen schon. Ja, da. Nehmen wir mit. Und alles reißen wir wieder ab. So. Ich möchte nicht fahren, hier gibt es auch Creeper-Männer. Ja, das habe ich schon festgestellt. Hier ist gefährlich. So, ich komme mal nach unten. Ich hoffe, ich finde dich. Ah, da bist du. Ja, da gibt es viel Eisen. Wieso haben wir hier kein finden Licht? Wir finden ja sogar Diamanten. Ja, hätte ich nichts dagegen. Und ich muss, oh, ach, hier liegen Tinkys Sachen. Okay, dann müssen wir die mitnehmen. Ja, ja, nimm du mal. Tinkys Sachen. Da vorne. Okay. Hopp. Ich verpiese mich jetzt. Jo. Ja, dann. Jo. Danke, dass du auch dabei warst. Und ja. Bis denn. Und schöne Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Tinky, ich hab dein Zeug. Na toll. Ist das nicht schön? User disconnected from your channel. Wie ich dorthin kommen soll jetzt. Ah ja. Das kriegst du schon hin. Sonst im Notfall versuche ich hier rauszukommen.
Es ist so dunkel. Ja, wo bist du denn, Tünkü? Immer noch in der Stadt bei dir und es ist so dunkel. Ah, du bist in der Stadt. Jetzt kommen die bösen Monster und wollen mich auffressen.